Willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity, Part 5 ist es, glaube ich, und wir sind hier unterwegs in der dritten Erinnerung und im Versailler Schloss und müssen Elise finden. Und dann schauen wir mal. Ich sehe euch dann im Garten, ja, natürlich. Das sieht von innen super aus, Alter, wie das... Wahnsinn, das sieht, also wirklich von innen... Die Innenbereiche sehen hervorragend aus, muss ich sagen. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Das war sicher diese Geschichte mit... Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht erwähnt. Madame. Wer ist das denn hier? Der sieht aus wie der... Sag mal, hallo? Der sieht genauso aus wie der... Der hat auch das Templer-Ding um. Wie der... Aus dem ersten Part, Montblé oder wie auch immer er hieß. Aber soll ich dem jetzt folgen? Wenn das Gold, wer soll Elise finden? Was ist mit ihm? Was ist das denn jetzt für einer? Johnny Depp in Charlie und Schokoladenfabrik? Wo ist der Typ? Ja, und das ist der? Was ist er für einer? Also ich meine, ich weiß nicht, haben die irgendwas zu bedeuten? Soll ich den kennen? Keine Ahnung. Egal, würde ich sagen, such mal Elise. Aber das ist doch der Templer-Typ. Also, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber der sieht genauso aus. Der trägt das Templer-Kreuz. Naja, vielleicht vertue ich mich auch einfach. So. Dann suchen wir mal weiter. Was ist denn mit den beiden hier? Das ist jetzt nicht Elise, oder? Nö. Ist das einmal verdächtig oder was? Oder normale Leute? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal hier durch. So, hier wird es doch irgendwo sein, oder? Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Alter, wie viele Menschen hier sind, das ist krass. Und wir folgen halt Elise. Und ich finde es besonders interessant, wenn sie irgendwas zu der Französischen Revolution auch sagen. Also wie gerade mit dem König, seine Frau, seine Offenbarung oder was es war, also seine Entgegenkommen. Oder wie auch immer. Sie ließ sich immer gerne jagen. Ja dann. Rennen kann ich nicht. Ich schon. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Ouvre! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert. Ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus.
Oh, nein, 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 nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Ah, der. Oh je. Das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen einen Langfinger, Mademoiselle de la Fère. Habt ihr ihn gesehen? Nein, und ich glaube nicht, dass sie Treppen steigen können mit ihren Hufen. Und wie soll er aus der Menagerie entkommen sein? Keinen Haflinger, einen Langfinger. Eine verrückte Person. Das ist ein, der Arno, das ist ein Charmeur, aber die Lisi ist auch eine hübsche. Muss man sagen. So, komm, weiter. Zum lautlosen Bewegen, L2 drücken, dann schleichen wir uns mal hier raus. Hätte auch direkt Dienst haben können. So, wie komme ich denn jetzt an andere Deckung? Okay. Da muss ich auf jeden Fall irgendwie. Juhu! Irgendwie raus. Junge, Junge, Junge. Ja, ich bin ja komplett falsch. Aber muss ich vielleicht diesen Umweg gehen? Hätte ich jetzt vielleicht vermutet. Oder gab es einen anderen Weg raus? Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Der chillt dann noch Jahre. Oh. Nicht in einen Kampf. Wer soll denn hier rauskommen? Ja. Genau. Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Ich bin's nicht. Alter, das ist hier echt eine Partie. Ja, ja. Boah, knapp. Ich will nicht in den Kampf. So, Sarah war vielleicht doch richtig hier. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur! Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Hiver, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Mon Dieu! Er hat Sire de la Serre getötet! Junge, Junge, ist das nicht. Also. Das ist doch der Vater von ihr. Der Typ, weshalb wir hier waren. Krass. Und jetzt bin ich unsicher, waren der, die beiden da, die da jetzt waren, waren das vielleicht die, die wir vorhin gesehen haben, die goldene Person, wo wir Elise gesucht haben? Wo ich dachte, dass der eine der Templer aus Teil 1 wäre, aus Folge 1 wäre? Keine Ahnung. Wir werden es alles noch erfahren. Aber mal gucken, wo wir jetzt landen. Und was jetzt passiert. Und wann auch Arno endlich als Assassin hier rummarschieren kann, das ist ja auch noch ein bisschen. Ja. Noch nicht so. So. Aber bei Teil 3 war es noch, hat es ja Jahre gedauert. Aber man ist mit Haze unterwegs und mit Connor als normaler Bursche, bis man mal seine Assassin-Uniform bekommen hat, hat man 30 Jahre gespielt. Und das ist nicht übertrieben. Schöner Anzeigebalken jetzt auch hier. Ja, so Ladezeiten auf Next Gen, weiß ich nicht. Könnten auch irgendwann mal kürzer sein. Aber egal, ich will nicht meckern. Außer bei den Bugs. Egal. Gefängnis? Ist das ein Gefängnis? Nein, ich war es nicht. Damir hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns! Oh Gott, hab Gnade! Sie töten die Gefangenen hier drin! Das reicht jetzt, du Perverser! Ah.
Wo bin ich? In der Hölle. Sie kommen, um uns alle zu töten! Arsenal. Okay, was ist das hier? Das sieht irgendwie... Also wir gucken uns mal um. Die Bastille, also ja genau das Gefängnis, wo ja im Juli dann die Sturm auf die Bastille war. Können wir mit dir reden? Was starrst du so, Pisspot? Sorry, Prinzessin. Sieht aus wie die Glyphen. So, schauen wir mal hier weiter. Hallo. Willkommen in deinem neuen Heim. Danke. Ja, 14. Juli, ne? Sturm auf die Bastille, Nationalfeiertag. In Frankreich. Dann legen wir uns mal ein bisschen hin. Ich muss ja sagen, der Lasserre war der Vater von Elise, so habe ich das jetzt verstanden, oder? Wenn es nicht so ist, vielleicht ist es auch falsch, aber ich habe es jetzt erstmal so verstanden. Und wenn, ja, Elise erzählt will, dass er, ihr, also Arnaud, ihren Vater getötet hat, was schließt sie daraus, also wie das jetzt weitergeht? Bin ich echt gespannt und auch, wie es hier weitergeht. Wo hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir, wo du es kannst. Verschwende meine Zeit nicht, Pisspot! Ich setz 5 auf den Frischling! Guter Schlag, Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung taugt. Ah, okay. Himmel für eine kaputte Antiquität. Die einzige Antiquität hier kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das doch mal. Ich habe genug, alter Mann. Okay, so konnte man jetzt also. Im richtigen Moment drücken. Vielleicht wird das ja auch noch schwerer, keine Ahnung. Ich weiß natürlich auch nicht, wofür die Punkte stehen. Darüber, ob das die Schwierigkeit des Gegners ist. Oder wenn man kontern kann. Ich weiß, muss man immer, wenn es halt gelb leuchtet, die Gesundheitsanzeige. Gib mir, was meins ist. Und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Ah. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76,
77. Dezember, wenn ich mich irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Zwei Monate später. Nochmal. Ah, ist das heute der 14. Juli? Was ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Das ist der Sturm auf die Bastille. Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sicher die Gefangenen! Was ich tue. Okay. Aber in der nächsten Folge von Assassin's Creed Unity. Also, Sturm auf die Bastille ist jetzt heute anscheinend. Also, wir sind am, am 14. Juli. Mal gucken, ob wir jetzt hier rauskommen. Und ja, wie ich es gesagt habe, das sah aus wie Glyphen. Anscheinend sind es auch Glyphen. Botschaften von Assassinen aus der Vergangenheit. Eben abgesucht von diesem Kerl, der anscheinend auch Assassine ist. Und ja, gemerkt hat, dass wir die besondere Fähigkeit des Adlerauges haben. Und ja, eventuell dann, ja, somit auch Assassine sein. Sind wir auch immer. Sind wir ja noch nicht, können wir werden, wie auch immer. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und vor allem, ob die Assassinen jetzt auch genau ins Spiel kommen und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Wäre super. Haut rein. Ciao.